One, two, three, four, punch! Sensationellen Festabend. Ihr Kuschelsender heute zur Stelle und die Zeitschrift Fit for Fun hat ein Umfrageergebnis veröffentlicht. Und zwar, jede dritte Frau in Deutschland träumt von einem Sexerlebnis mit einer anderen Frau. Genau wie wir Männer. Wie nennt man das, wenn eine Frau sagt, ich träume von Sex mit einer anderen Frau? Ich glaube, Lippenbekenntnis, oder? Neu, man muss sich umstellen. Ich wusste das bisher nicht. Jede dritte deutsche Frau. Ist doch wirklich wahr. Frauen über 55 träumen übrigens davon, beim Sex hart rangenommen zu werden, hinterher beschimpft und missachtet zu werden und dass dann der Sexpartner sagt, tschüss und passen Sie gut auf sich auf. Frauen lieben Sex mit anderen Frauen. Ich finde es toll. Warum nicht? Ist doch toll, wenn die Frauen sich lieben, während wir Männer rangucken. Dann unsere Bundesregierung. Alle kennen unsere Bundesregierung. Ja, unsere fantastische Bundesregierung, die sich keinen Urlaub gönnt, hat jetzt etwas beschlossen. Und zwar Mautgebühr, Autobahngebühr für LKWs. Zwischen 27 und 37 Pfennig pro Kilometer. Autobahngebühr oder wie wir sagen, Premiere World für Trucker. Die NASA. Wissen alle, was die NASA ist? Schön. Alle wissen, was die NASA ist. Und zwar, man hätte es nicht für möglich gehalten. Die NASA hat Nachwuchsprobleme. Ja? Es gibt nicht mehr genügend junge Menschen, die sagen, jawohl, ich möchte mich ins All schießen lassen. Und jetzt hat die NASA gesagt, wir brauchen eine Boygroup, die Werbung für uns macht. Eigentlich wäre Michael Jackson geeigneter für den Job, oder? Weil er zu 80% aus Material besteht, das von der NASA entwickelt wurde. Natürlich sind Boygroups besser, denn Boygroup-Mitglieder leiden nicht darunter, wenn sie wochenlang von Frauen weg sind. Okay, der nächste Witz verschlüsselt. Ich kann mir das merken. Zur Strafe ab nächste Woche die Sendung um 20.15 Uhr. Schädelfunde beweisen jetzt Indianer, stammen von wem ab? Von den Japanern. Vor 15.000 Jahren haben die Japaner rübergemacht nach USA. Und daher kommen die Indianer. Abstammen von den Japanern. Kein Wunder, dass die Indianer saufen. Ja. Mal, halt! Brauche ich nicht, stört mich. Ja. Der neue Karl-May-Roman, Halbblut Mitsubishi. Meine Gäste heute Abend, meine Damen und Herren, zwei außergewöhnlich gut aussehende Frauen. Der erste Gast sorgt zurzeit für Furore in einem Audi-Spot, dem Audi-Spot mit dem Wackel-Elvis. Sie kennen sie alle aus Filmen wie Der Eisbär oder aus Tatort, Polizeiruf 110 und so weiter. Heute Abend zum ersten Mal bei uns Karina Krawczyk. Und mein zweiter Gast heute Abend, zum zweiten Mal bei uns, vor 5 Jahren zum ersten Mal bei uns, damals noch mit den Spice Girls. Ihr letzter Mega-Hit hieß It's Raining Men und die aktuelle Single heißt Scream if you want it, Scream if you wanna go faster. Scream if you wanna go faster, zu Deutsch, sag Bescheid, wenn du es brauchst. Heute Abend bei uns Jerry Halliwell. Mein Monitor ist kaputt, oder? Ist er kaputt oder ist er nicht eingeschaltet? Ja, der ist bestimmt nicht eingeschaltet. Oder ist es verschlüsselt, mein Monitor? Hey. Hab
wir die Gebühr nicht? Ist er kaputt? Ja, Susanna macht ihn jetzt an. Susanna macht den Monitor an. Jetzt! Fantastisch. Jetzt kann ich mich sehen. Ich kann nämlich hier alles kontrollieren, meine Damen und Herren. Wir sind auf diesem Monitor. Schauen Sie, oben ist die Zeit. 37 Minuten und 14 Sekunden bis zum nächsten Pils. Nein. Alkohol bei uns im Dienst kein Thema. Und außerhalb des Dienstes sehr reduziert. Ich sage das, weil wir jetzt Popcom haben in Köln und natürlich sehr viele Drogenmissbrauch leider stattfindet. Unter einem Teil der 6 Milliarden Zuschauer. Wie viele Leute sind bei der Popcom? 3 Millionen. 3 Millionen hier bei uns in Köln auf dem Ring. Und du warst auch schon mal bei der Popcom? Ja, also bei diesem Ringfest heißt das. Die Popcom ist ja eine Musikmesse und parallel ist das Ringfest mit viel Saufen und Musik. Wirklich? Viel Saufen und Musik? Mehr ist es nicht? Nee. Ist es nicht gut? Nee. Ist es grässlich? Ja. Ist es ekelerregend? Ja. Ist es widerlich? Ja. Aber wir würden das alles nie sagen, denn die Musikindustrie arbeitet eng mit uns zusammen. Es ist toll. Nein, das ist auch nicht so. Das war jetzt überspitzt dargestellt. Es ist was nicht mehr für unser Alter. Es ist was für junge Menschen, für Menschen, die Live-Musik lieben. Auf diesen vielen Bühnen. Und denen es im Grunde wurscht ist, wer mit Pudelmütze auf dem Kopf sagt, hey, Jungen. Oder haben diese Bands auch Namen? Ja, es gibt eine Band, die heißt Band ohne Namen. Welche Richtung ist das? Echt spielt da und das sind... Echt? Ja. Habe ich heute Morgen im Radio gehört. Noch mit ihrem... mit ihrem letzten großen Hit, sag mal, weinst du oder ist es, was die Nase läuft da. Ja. Heute Morgen im Radio. Aber es ist nicht mehr meine Welt. Sie wissen es, meine Damen und Herren, meine Welt ist die des bürgerlichen, normalen Familienlebens. Steuern zahlen, Rasen mähen, ab und zu mal das Auto waschen und hin und wieder mal, ich verklag dich zum Nachbarn, wenn der Baum rüber wächst. Ja, das ist eine Phase. Ich glaube, dass die meisten Zuschauer so leben und auch im Grunde davon träumen. Und sonntagmorgens zum Beispiel sitze ich zu Hause und habe nur eine Entscheidung zu treffen. Schaue ich ZDF-Fernsehgarten im ZDF oder schaue ich immer wieder sonntags mit meinem Freund und Kollegen Max Schautzer in der ARD. Zwei völlig unterschiedliche Konzepte, völlig unterschiedliche Produkte für die auch geworben. Also die haben ja keine Werbung in diesen Dings. Da kommt halt ab und zu mal ein Auto reingefahren, Mercedes, und bleibt dann eine halbe Stunde stehen, weil irgendwas um diesen Mercedes rum erklärt werden muss. Ja, wir haben dafür ja Werbeblöcke, in denen früher auch Mercedes reingefahren kamen. Jetzt werden Platten hochgehalten. Und da sehe ich Max Schautzer und muss wirklich sagen, ich habe ihn in einer Facette seines, glaube ich, 30-jährigen Entertainment-Schaffens mittlerweile erlebt, in der ich ihn noch nicht gesehen habe. Der Slapstick. Zweifelsohne eine der großartigsten Stilrichtungen der Körperkomik. Mit akrobatischer Finesse vorgetragene ewig junge Tölpelhaftigkeiten zum Piepen und Schmunzeln. In der Tradition von Chaplin und Konsorten macht jetzt ein Mann weiter, den man so nicht auf der Rechnung haben konnte. Max Schautzer, der nette, kleinwüchsige Zwinkerfex der ARD. Seine Sendung Immer wieder sonntags ist an sich schon unfassbar unterhaltsam. Aber was Maxel neben prima frisiert rumstehen und ansagen oder prima frisiert rumsitzen und ansagen noch so drauf hat, hält man nicht für möglich. Als Komödiant in kleinen Sketchen und Possen erreicht er mühelos die Klasse eines Chaplin oder Buster Keaton. Sehen Sie selbst. Ich wundere mich gar nicht, wenn das hier überhaupt nichts wird, Theater. Herr Schautzer, am besten Sie moderieren da jetzt weiter. Ich kann Sie da jetzt sowieso überhaupt gar nicht gebrauchen. Sind Sie so gut? Ich gehe da jetzt sowieso mal ganz andere Wege. Sie kennen ja noch, gucken, was dabei rauskommt. Ja, klar, Moment. Wo geht's denn hier weiter, meine Damen und Herren? Ach, hier, liebe Kollegen, da drüben. Achso. Unfassbar. Atemberaubend. Nochmal. Ich wundere mich gar nicht, wenn das hier überhaupt nichts wird, Theater. Herr Schautzer, am besten Sie moderieren durch Zweiter. Achten Sie auf Schautzers enorme Gelassenheit in der Vorbereitung, obwohl er weiß, dass gleich alles von ihm abhängt, alles stimmen muss. Überhaupt gar nicht gebrauchen. Sind Sie so gut? Ich gehe da jetzt so. Jetzt. Der Kollege hat sich gebückt. Schautzer ahnt, dass er was tun muss. Die furiose Choreografie kann beginnen. Wieso? Wohl ganz andere Wege. Sie kennen ja noch, gucken, was dabei rauskommt. Ja, klar, Moment. Wo geht's denn hier weiter, meine Damen? Dann der Höhepunkt. Geschmeidige Drehung, der scheinbar unbeabsichtigte Schlag. Fantastisch. Die Leute haben gelacht, bis der Arzt kam. Ja, Max, das war perfekt. Du bist ein echter Funnybone. Danke, mehr davon. Immer wieder sonntags. In der ARD. Jerry Halliwell. Scream, if you want to go faster. CD und Single. Und ich sage es an dieser Stelle immer wieder, meine Damen und Herren, Sie wissen es, ich bin der große Befürworter der Aktion Urlaub in Deutschland. Du weißt das.
Gut, ich war jetzt im Urlaub in Portugal, ja, aber die anderen Urlaube des Jahres verbringe ich in Deutschland. Nordseeinseln, Jüst, Borkum, Spiekeroog, Wangeroog, Sylt. Ich komme kaum noch runter von diesen Inseln. Schwarzwald, Harz, wo man überall wandern kann. Mit einem Lied auf den Lippen bin ich dort anzutreffen. Und ich habe jetzt einen Bericht gelesen. Und zwar, die Tourismusindustrie sagt im Grunde, es ist wichtig, als Urlaubsort ein Markenzeichen zu haben, wie zum Beispiel der Eiffelturm in Paris. Ja? Es ist schlecht, zu vieles zu haben. Wellness, Sport, Golf, Event und so weiter. Das klingt nach Ramsch. Mhm. Und das macht das Bild nicht klar für die Leute. Und das ist ganz wichtig. Zum Beispiel Landstriche, wo ich gerne Urlaub mache, die es nicht nötig haben. Bayern. Ja? Ich kann dir das mal zeigen. Hier zum Beispiel, das ist ein typisches, urwüchsiges, bayerisches Haus. Stilecht. Wie nennt man das da oben rund um die Fenster? Das ist, glaube ich, Lüftelmalerei. Oh, das weiß ich nicht. Ja, das ist das Lüftelmalerei? Ja, es ist Lüftelmalerei. Ja, grüß die, sagen da auch viele Menschen, die aus Berlin dort hingezogen sind. Und das ist so ein Haus, wie man es findet in den oberbayerischen, in der Umgebung der oberbayerischen Seen. Tegernsee, Starnbergersee, Chiemsee. Sehr viele Menschen zum Beispiel wohnen da, die so Trachten-Design tragen. Also Trachten-Janker mit Hirschköpfen, mhm. Ja, aber vom Designer. Dazu vielleicht eine gelbe Leinenhose, Männer über 65. Und es sind sehr viele Schauspieler und so weiter, die sagen, früher mal Kokain genommen, jetzt wieder Alkohol. Weg mit diesem Teufelszeug, ich kann die Jugend nur warnen. Ja? Alles, was es in Segeberg nicht mehr aufs Pferd schafft, wohnt dort. In diesen Häusern. Hier leben die. Ja? Und das Tolle ist, das ist, in diesen Orten tragen Frauen auch Körbe, Basskörbe mit grün Kunststoffausschlag. Da haben sie frisches Gemüse drin und sagen, grüß die, seid's auch wieder mal herund. weil viele natürlich nur am Wochenende da wohnen und sonst irgendwo weiß nicht, Oldenburg oder so arbeiten, aber ein Haus direkt am See haben, 48 Stunden runterfahren mit dem Auto, ein Wochenende dort verbringen und mittags um 4 wieder aufbrechen, um wieder businessmäßig drauf zu sein. Grüß euch, seid's auch wieder mal herund, seid's am Wochenende auch beim Fest draust. Ja, so spricht man da. Nicht die Eingeborenen, die wohnen ja mittlerweile in München, sondern die Zuagrossen. Und das Schöne ist, schau dir dieses Haus an. Ich selber habe mir überlegt, ob ich so ein Haus mal kaufen soll. Echt? Ja, oder bauen oder renovieren. Weil schau, hier oben diese Lüftelmalerei. Hier, man muss ja sagen, dass die Leute, die da noch drin wohnen, die haben ja schon längst keine Originaleinrichtung mehr. Die haben sich modisch eingerichtet. Sie haben noch irgendwie ein verstaubtes Zimmer, wo dann die Touris aus dem Pott oder sowas drin wohnen, weil man sagt, also die wollen dieses Ursprüngliche. Und unten, und das ist ein Zeichen für den Verfall der Kultur in unseren Regionen, was haben wir unten drin? Müller. Drogeriemarkt. Ja? Nichts gegen Drogeriemarkt Müller, ein fantastischer Drogeriemarkt. Genau wie Schlecker. Ja. Oder Kodi. Kodi! Ist doch kein Drogeriemarkt. Nee, Quatsch. DM. KD-Markt. KD-Markt. DM heißt nämlich Drogeriemarkt Müller. Ja. Weißt du? Ach echt? Ja, das ist selbstverständlich. Echt? So, und dann sagt man, geht man einmal ums Haus rum und da sieht man, es ist ja schön, Sie haben ja die Seite, die von der Straße aus nicht zu sehen ist, richtig gepflastert. Hier hinten, da sehen Sie es richtig. So. Das ist aber unten drin, weil die Leute sonst die Miete nicht mehr bezahlen könnten. Oder Grundstücke ringsum hätten verkaufen müssen. Das ist also so ein Gebiet, wo ich sage, da lohnt sich der Urlaub, da erholt man sich, man trifft viele Leute, die man im Fernsehen lange nicht mehr gesehen hat und es ist urwüchsig. Und das Schöne ist, bei diesen Kneipen, es gibt immer um die Ecke einen Spielplatz. Das ist eigentlich der Spielplatz, wie für mich ideal ist. Schauen Sie, kennen Sie solche Spielplätze? Das sind Spielplätze, die nicht einfach herzloses Metallgestänge oder Plastikspielzeug haben. Nein, hier wurden zum Beispiel hier um den Brunnen rum, wollen wir ihn? Ah nee, der ist gar nicht hier. Das ist auch der andere. Hier, das ist das Haus, was ich meine. Das ist kein Brunnen, das ist das Haus hier. Und dieses Haus, was ist das Schönste für junge Eltern, wenn sie an dieses Haus rankommen? Der Gestank nach alten Windeln? Nein. Wenn keine gebrauchten Spritzen drin liegen. Ja, hier tut die Stadt was. Hier wird aufgepasst. Ja. Eine Kletterstange aus Holz hier. Sehr gut. Sehr schön. Das ist erfahrungsgemäß so, dass die Kinder ungefähr nach der vierten Sprosse halb durchrutschen. Ja. Und dann ist diese Glaubensfrage natürlich als Eltern. Hilft man
oder hilft man nicht? Du würdest nicht helfen? Nein, nicht helfen. Du hast ein Kind mit blau geschwollenem Kopf da drin hängen lassen. Naja, die sind ja... Na, da du wirst sagen, kletter weiter, du Loser. Dich muss der Staat nicht auch noch durchbringen, du Versager. Oder? Die müssen halt ihre Erfahrungen machen. Wenn die Kinder drin hängen, die Nachbarn gucken ja auch. Was mir auffällt, auf diesem Spielplatz gibt es keine Rutsche. Ja, auf Holzspielplätzen gab es nie eine Rutsche. Das waren nur in den 50er Jahren Spielplätzen, da gab es aber die ganz gefährlichen Rutschen, wo man viel zu schnell unten ankam. Ich kenne auch Holzspielplätze, wo es Metallrutschen gibt. Echt? Ja, ich habe meinen Lieblingssatz gehört auf einem Spielplatz überhaupt. Die Mutter steht unten, eine berufstätige Mutter, eine Frau, die alles unter einen Hut bringt. Verstehst du? Job, Kinder, Studium, alles. Mutter steht unten in so Designerhosen, die so am Knöchel so aufgeschlitzt sind und mit so flachen Schuhen, so Tots ist das, glaube ich. Ja? Schleife im Haar und die Mutter rief hoch auf die Rutsche: Chill, mach die Beine zusammen. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich auf Spielplätze gehe. So. Chill, mach die Beine zusammen. Weil Chill saß breitbeinig oben, ja, wie sie es halt zu Hause sieht. Und kam nicht aus der Rutschbahn raus. Ja, Mutti. Mutti, chill, mach die Beine zusammen, Mutti. Und sie hing in so weißen Strumpfhosen mit blauen Lackschuhen vorne dran, mit so einer Samtschleife. Das Kind, weißt du, das Kind kann ja nicht. Hast du es auch schon festgestellt, dass man in eine solche Aggression gegen Kinder reinkommt, die nichts dafür können? Nein. Hast du Aggression gegen Kinder? Du hast nie gesagt, dieser verdammte Scheißpanz, wenn so ein Kind aufsässig wurde auf dem Flughafen oder so und dann aber eine andere Stimme zu dir, das Kind kann nichts dafür, es ist die Mutter? Oder sind die Eltern, das hast du nie erlebt? Ja, manchmal. Warum? Weil du nie auf einem Flughafen warst oder weil du das Gefühl nicht kennst? Ich war schon auf dem Flughafen. Aber du kennst dieses Gefühl nicht? Doch. Du willst es nicht zugeben? Gib es doch zu. Das ist ein so schöner Spielplatz. Hier, das ist was ganz Tolles. Das hier, das ist ein Grill. Ja, so eine Grillstelle ist natürlich was ganz was Feines. Und da ist doch der Brunnen, den ich meine. Hier ist er doch. Das ist es doch. Schau mal, in so einem Brunnen, können wir den sehen? So, hier. Da sind eigentlich nie Wanderer drin, ja, sondern es liegen immer so angesiffte bürgerliche Punks drin, die noch zu Hause wohnen, die nachts an der roten Ampel warten, ja, die eine Karte haben für den Geldautomaten, ja, und so und einen Ring hier drin, den die Mutter erlaubt hat, und die liegen da drin in Klamotten und machen irgendwie Hey Baby in diesem Brunnen. Und hier setzt man sich hin für, was macht man hier? Vespa. Was? Vespa. Das also sagt er jeden Tag. Vespa. Ja, das ist, was? Vespa. Ja. Du sagst Vespa? Ja, du kommst ja von da unten, aber da sagt man doch Vespa, oder? Ja, oder? Ja. Was heißt hier, du kommst von da unten? Ja. Vespa. 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 Vespa, ja. Ja, aus dem süddeutschen Raum kommst du doch. Ja, wieso? Die Frau muss doch wissen, ob du den Roller oder das Essen haben willst. Ja. Ja. Ist richtig, ja. Die Vespa, ja. Herr Antrag nimmt eine Vespa zu sich. Oh, da ist eine Wespe über dem Vespa. Das möchte ich auch nicht mehr sehen, in keinem Sommer mehr. Ich möchte nicht mehr das hier sehen. Ja? Bei keinem Kuchen, bei keinem Pflaumenkuchen, nichts. Ja? Der Fall, dass eine Wespe in die Fanta reinkriegt, ist 1 zu 6 Milliarden Mal. Ich möchte es nicht. Und hier wird das Vespa eingenommen. Und das Tolle ist, diese Stühle sind natürlich montiert, genau wie der Tisch. Und zwar in einem Abstand, dass man nicht ans Vespa kommt. Kein Mensch. Ich habe natürlich immer ein rot-weiß kariertes Tuch dabei, um das hier abzudecken. Ja. Und die Eierschalen kommen bei mir zurück in die leeren Plastikbehälter. Und werden zu Hause sauber getrennt. Haben wir noch die Zeit für das hier? Ja, das ist was ganz Tolles. Wenn Sie also sich durch eine Vespa gestärkt haben, den Mund abgetupft, dann geht es wandern auf den Rotzenbiegel oder auf den Kotzenkofel oder wohin auch immer. Und dort erwartet Sie ein Musterbild an Dienstleistungsbewusstsein als Wirtin in diesem Gasthof. Und das ist das Tolle. Du siehst, das ist ein 50-Jahre-Haus.
mit so einer Betrügertür, wo angeblich die Schwiegermutter wohnt im Keller, weißt du, um den Staat zu betrügen, um Steuern zu sparen. Hier unten, hier hinten sind so die Türen schnell rangenagelt, da geht nie einer rein, ja. Das ist nur fürs Finanzamt. Hier hinten irgendwie. Man sieht es kaum. So. Da kommt dann einfach der Umweltschutz und sagt, die Bäume müssen weg. Hier. Diese Tür ist Betrug. Das war der letzte Sturm, das ist die nächste Möglichkeit, die Versicherung zu betrügen. Ja, die hat uns der Sturm rausgerissen. Da ist meinem Schwager auf der Dekoder gefallen, wo er hat reintragen will. Das Entscheidende ist aber das hier. Hier draußen wird bedient, geht das Gerücht. Es hängen Schilder dran wie größte Bockwurst am Rhein oder so. Ja? Und man sitzt da drin und es sitzt meistens so eine Familie, die eins ist vollkommen durchgefroren. Und ich habe festgestellt, es gibt verschiedene Art von Regenspaziergängern. Ja? Es gibt die Leute, die sozusagen im Regen spazieren gehen und wissen, dass es ab und zu mal regnet und die perfekt ausgerüstet sind, mit so einer gewissen Lockerheit. Ja? Und dann gibt es diese Frustregenspaziergänger, die so irgendwie aus dem DM-Markt so eine Regenhaube sich noch schnell gekauft haben, das so reingezogen und aber eigentlich im Grunde nur so hasserfüllt in die Schaufenster gucken, weil sie sagen, schon wieder ein Tag im Urlaub, den es uns verregnet hat. Und diese Frustspaziergänger haben immer eine fröstelnde 15-jährige Tochter dabei. Die hasserfüllt 10 Schritte hinter den Eltern geht und so die Hände in den Pulli zieht. So geht die Hass, ein solcher Hass in diesem Auge. Ja. Und zwar, und die sitzen da drin, hinten in der Ecke, in der hintersten Ecke, wo garantiert keiner kommt. Und das heißt, es sitzen Vater, die Tochter, die 15-Jährige, der 11-jährige Sohn, der, bei dem auch schon die Hormone ein bisschen so verrückt spielen, der ist eigentlich noch von der Mutter angezogen, hat aber schon so ein bisschen so Gelstacheln sich aus dem Kopf rausgezogen. Ja? Ist noch zu Weichei, um schlechte Laune zu haben. Und die Mutter steht noch vorne und guckt auf der Speisekarte, was es kostet. Und dann kommt die Bedienung raus und sagt, wir haben schon Feierabend. Wir haben hier Hauptruhetag. Wir hassen Gäste. Sie können Glück haben, dass wir nicht auf Sie geschossen haben. Ja. Verpisst euch. Leckt uns am Arsch, ihr Gesindel. Und das ist übrigens noch ein Stichwort. Wo hatten wir das so? Wir hatten doch so, ach so, das hier, das ist ganz wichtig. Schauen Sie, bei so Open-Air-Festen und auch bei der Popcorn zum Beispiel hier ist das ganz wichtig, ja, dieses Toilettenhäuschen, das meistens hier steht, wo theoretisch gesehen jemand hingeht, um Wasser zu lassen. Mhm. Hast du schon mal jemanden gesehen, der auf ein Toilettenhäuschen geht? Ich war zuletzt in Venedig auf einem, ja. Ja. Auf einem Toilettenhäuschen in Venedig. Ja, wenn es dann keine anderen Klos gibt, soll ich irgendwie an die Wand schiffen oder? Das meinte ich. Ich habe noch nie einen gesehen, der in so ein. Diese Dinger sind doch immer unglaublich versifft, oder? Ja, ja, aber was willst du denn machen mit? Normalerweise kommt man hier, also in Nürtingen zum Beispiel war es so, man kommt hier hinten vor, macht sich im Idealfall noch die Hose zu, das hängt davon ab, wie viel man schon getrunken hat, ja, und sagt allen, die hier entgegenkommen, Ungar Schaubrunze. Aber niemand geht in dieses Toilettenhäuschen rein. Du warst in Venedig in einem Toilettenhaus? Ja, ja. Wo stehen die denn da? Die standen da halt auf der Biennale und man konnte echt... Bist du sicher, dass es keine Installation war? Nein. Das kannst du doch nicht wissen. Pack's da aus. Millionen Schäden. Hier. Das zeige ich noch, weil das wird das Bastlerherz zu Hause höher schlagen lassen. Was ist das hier? Ein Tanzcafé. Jetzt weiß ich, dass viele zu Hause sagen, gibt's doch nicht mehr. Man hat eine Disco und ansonsten gibt's doch nicht mehr. Falsch. Fahren Sie mal zum Beispiel nach Bad Neuenahr Ahrweiler. Hm? Tanzcafé, da fährt man hin. Ich zum Beispiel fahre da zum Seniorentanz am Sonntagnachmittag. Und fahren Sie ruhig mal mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dann da wird ja was getan hier. Das ist nicht ganz realistisch, weil es steht ja irgendwie nicht drin, fuck oder so gesprayt. Mhm. Also, ich hab noch nie ein Häuschen gesehen, was nicht irgendwie verziert ist. Ja? Und jetzt schauen Sie sich das hier an. Hier drin sind Menschen. Auch das ist in Bad Neuenahr möglich. Auf Wunsch wird auch in Bad Neuenahr das Dach aufgemacht, damit Sie oben von der Burg runter besser sehen können. Und diese Menschen können tanzen. Und ich zeige Ihnen das mal mit Hilfe dieses Trafos.
Und weißt du, was mit diesem Trafo, was der absolute Wahnsinn ist? Ich sage das mal, ein Märklin-Trafo. Du hattest ihn früher. Ich hatte ihn und nicht nur das. Weihnachten 1965 ist mir Heiligabend, hier, zeige es bitte, dieser Trafo, das ist jetzt nicht meiner von damals, aber es ist genau derselbe Trafo. Ein Märklin-Trafo. Gibt es noch Konkurrenzfirmen zu Märklin? Arnold, Fleischmann, ja. Aber eigentlich ist Märklin, wir können es nicht sagen, weil juristisch, aber ich darf sagen, ich hatte eine Märklin-Eisenbahn. Echt? Ja. Ich hatte eine Arnold-Eisenbahn. Was ist eigentlich eine Arnold-Eisenbahn? Arnold, Spur N. Das ist ein anderes Thema jetzt. Aber das ist, bei Märklin nervt doch diese Mittelspur. Das ist doch überhaupt nicht realistisch. Da ist doch diese Stromabnehmerspur bei Märklin in der Mitte. Und bei Arnold? Bei Arnold? Bei Arnold? Nix. Du hast eine Eisenbahn ohne Strom? Nein, aber... Unter deiner Märklin-Lok waren Stromabnehmer in der Mitte, ja. Und bei den anderen Loks, bei Fleischmann und Arnold und so weiter, funktioniert, oder Rocco, ist auch irgendwie ein Hersteller aus der Ex-DDR, fließt es aus der einen Schiene raus in die andere Schiene rein. Ja. Mir ist so ein Trafo, so ein altmodischer Märklin-Trafo, ja, auf den Finger gefallen. Hier sieht man noch die Narbe, hier. Das hat geblutet, das gibt's überhaupt nicht. Das hat so geblutet, das kann man sich gar nicht vorstellen. Dieser Trafo, und da muss ich wie ein Geschirrtuch rumwickeln, um die Blutung zu stillen. Damals gab es ja keine Medikamente, kein Pflaster, nichts. Und da saß ich mit so einem großen Geschirrtuch rum. Und jetzt schauen Sie, wenn ich hier den Trafo aufdrehe, jetzt fangen die Leute an zu tanzen. Ja, schon süß, oder? Erster Gast ist heute Abend zum ersten Mal bei uns. Heute startet auch ein neuer Kinofilm mit ihr, Heinrich der Säger. Und sie ist zurzeit in aller Munde durch den neuen Audi-Spot mit dem Wackel-Elvis. Herzlich willkommen, Carina Krawczyk. Was ist das für ein Gefühl, wenn man einen Werbespot macht als Schauspielerin oder als Model und plötzlich geht das weit über die Werbung raus und alle reden drüber und jeder fragt sich, wie wurde das gemacht mit diesem Elvis? Das ist ein tolles Gefühl. Habt ihr damit gerechnet? Also ich habe mit gar nichts gerechnet. Ich hab das einfach gemacht und ich wusste schon, dass es irgendwie gut wird. Wir haben das in Südafrika gedreht. Ja. Warum fährt man eigentlich für einen Spot, wo zwei Leute im Auto sitzen und die Figur dann ja eigentlich nicht wackelt, nach Südafrika? Warum wird das immer nicht hier bei uns? Da gibt es eine kurze Sequenz, wo man das Land sieht. So eine Sekunde? Eine Sekunde. Und das wollte der Art Director haben? Oder der Kunde? Beide. Der Kunde gibt gern Geld aus. Und, ja. Ja, selbstverständlich gibt der Kunde gerne Geld aus. Und ja. Der Art Director, der ist froh, wenn er mal aus Berlin oder aus Hamburg wegkommt. Ja, und deswegen wird für eine Sekunde, Gott sei Dank, muss man sagen, nach Südafrika geflogen. Und es hat sich ja wirklich gelohnt. Ja. Ja? Und die Aussage ist aber, der Elvis wackelt nicht, damit man sieht, wie geräuschlos und ohne zu ruckeln dieses Auto fährt. Genau. Ja. Hast du das mitbekommen? Ja. Aber ich war so begeistert, dass ich dich gesehen habe, weil ich wirklich schon seit vielen, vielen Jahren eigentlich auch darauf warte, dass du mal in die Show kommst. Aber du bist so... Aber du hast mich ja nie eingeladen. Doch, das haben wir schon. Was raschelt da? Sind wir das? Nein. Wer ist das? Sind wir das? Ach, das ist Carina. Darf ich die Haare hier ein bisschen... Ja, so die Haare sind ein bisschen aufs Mikrofon gefallen. Ja. Entschuldigung. Wir haben eine Show, in der die Gäste noch... Ich habe vorhin gefragt, ob die Haare drauf sein können. Und mir wurde gesagt, sie können. Ja, ich glaube, dir hätte man alles durchgehen lassen. Es gibt Feste. Doch. Ja. 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 Sicher beruhigt. Es gibt Gäste, da hätte der Techniker gesagt, mach dir eine Glatze. Du hast auch lange in Paris gelebt, ist das richtig? Ja. Was hast du da gemacht? Auch als Model gearbeitet? Und, ja, unter anderem. Und Schauspielschule besucht. Aha, in Frankreich. Mhm. Ist das anders als auf Schauspielschulen in Deutschland? Geht das irgendwie lockerer zu? Die haben mich nicht angenommen in Berlin. Wirklich? Mhm. Welche Schule war das? Ernst Busch. Aha. Mhm. Musstest du da vorsprechen? Mhm. Weißt du noch, was du vorgesprochen hast? Dostojewski.
und Elektra von Sartre. Und da gibt es so zwei Versuche und im ersten Versuch haben sie mich, waren sie begeistert und dann beim zweiten Mal haben sie gesagt, es wird nichts. Weggeschickt? Ja. Fehlentscheidung, wie man heute sieht. Und dann in Paris auch nochmal Aufnahmeprüfung. Ja. Nochmal Elektra? Ja. Auf Französisch? Auf Französisch, genau. Ja. Mhm. Und da wurde ich angenommen. Ja? Ja? Und da hast du einen Workshop gemacht mit dieser berühmten Regisseurin Ariane Mnuchin. Genau. Wie funktioniert das? Das ist eine ganz berühmte Regisseurin. Also das funktioniert so, dass sie ein Stück macht und dann sind alle Schauspieler so enttäuscht. Also der ganze Chor nach den griechischen Stücken ist hier weggelaufen. Das, die Arbeit muss so schwer gewesen sein, dass sie alle das Theater verlassen haben. So hart? So hart. Und dann macht sie einen Workshop und sucht neue Schauspieler. Und da war ich da. Aha. Über Wochen. Und war dann in der Endentscheidung, aber hatte noch ein Jahr Schule vor mir, also Lecoq-Schule, und dann bin ich zurückgegangen. Auf die Schauspielschule. Mhm. Wie lange hat die gedauert? 3 Jahre. Ja. Mhm. Und jetzt könntest du dir das theoretisch aussuchen, wo du arbeitest, ob in Frankreich oder hier? Ich hab in Frankreich Theater gespielt und dann filmmäßig habe ich es dann nicht versucht. Jetzt wirst du auch in Berlin Theater spielen? Ja. Wo? Maxim Gorki Theater, unter der Leitung von Katharina Thalbach. Ach, das ist toll. Und wisst ihr schon was? Mhm. Nämlich? Penthesilea von Heinrich von Kley. Ja. Du spielst die Hauptrolle? Ja. Wer sind denn da noch die anderen Figuren? Die Oberpriesterin, Protoe, Meroe, Asteria, Odysseus. Wer spielt Odysseus? Steht das auch schon fest? Nee. Aber du bist wahrscheinlich die Prominente, auf die man setzt mit der Fernsehbekanntheit, um dann auch vielleicht noch ein bisschen zusätzlich Leute ins Theater zu Das Lock, weiß oder? Ich nicht. Katharina hat mich vor 3 Jahren im Theater gesehen und daraufhin hat sie mich jetzt angerufen. Auch in Berlin? Mhm. Was hast du da gespielt? So eine verrückte Olga. In welchem Stück? In einem Stück, das hieß Der Prophet Ilia. Das weiß man gar nicht, dass du auch Theater spielst. Gehört deine größere Liebe eigentlich dem Theater? Das sind zwei Sachen und ich liebe sie beide. Gleichmäßig? Ja. Ja. Mhm. Ich finde diesen Ausschnitt sehr, sehr lustig, den wir jetzt gleich sehen. Und vor allem spielst du mit einem tollen Kollegen, mit Heinz-Werner Kreekamp. Ja, der ist toll. Macht es Spaß mein mit ihm? Chef. Er ist dein Chef. Du spielst eine Assistentin eines... Eines Chefs. eines Kriminal... Ist er Kriminalkommissar? Ja. Und wie heißt der Film? Heinrich der Säger. Genau. Das heißt, der sägt immer die Eisenbahnschienen an. Mhm. Weil das ist ein Bahnhofsvorsteher, der sich wehrt gegen die Streckenstilllegungen und Entlassungen. Aha, also durchaus auch ein bisschen sozialkritischer Background. Ja. Ja? Und ihr sucht jetzt, und er schreibt natürlich böse Erpresserbriefe. Ja. Ist aber eigentlich, ist das eine Komödie, kann man sagen? Ja. Ja. Schon. Sehr skurril. Ja, und man sieht das auch in diesem Ausschnitt: Carina Kraftig und Heinz-Werner Kreekamp auf der Suche nach dem bösen Bahnerpresser. So ein Dreckskerl. Braun. Ich habe Ihnen schon so oft gesagt, Sie sollen sich bitte passender anziehen. Ich meine polizeimäßig. Ja. Erpresserbrief. Einer da? Dann suchen Sie ihn. Herr Hauptkommissar. Erstens, Schluss mit den Entlassungen bei der Commerzbahn. Zweitens, Schluss mit den Streckenstilllegungen. Drittens, Schluss mit der Privatisierung. Ein Kommunist. Ab heute im Kino. Und das nächste Projekt ist schon das Theaterstück. Wann gehen da die Proben los? Spätherbst. Im Spätherbst. Und bis dahin machst du noch ein bisschen Urlaub. Da fahre ich nach Rio de Janeiro. Nur Urlaub machen oder auch arbeiten? Freunde besuchen. Das ist aber toll. Wie lange kannst du da bleiben? 2 Wochen. Und da musst du ja langsam anfangen Text lernen, ne? Oder? Genau, das oder ist nicht sehr viel. Nee, ein bisschen. Ganz wenig. Also, ab Spätherbst im Maxim Gorki Theater in Berlin, Penthesilea mit Carina Kraftschick in der Hauptrolle und ab heute im Kino Heinrich der Säger. Ja? Ja. Bis zum nächsten Mal und nicht wieder 5 Jahre. Okay. Alles Gute, danke. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Carina Kraftschick, mein Name ist gleich Jerry Halliwell. You.
unbelievable. Wow, danke. You look unbelievable. Danke. You speak a little bit of German? Ein bisschen, bisschen. But you have a very German accent. Das ist eine schöne Krawatte. Hey, great! Anything else? Wo warst du im Urlaub? Wo warst du, im Urlaub? Ich war in Portugal. Du bist so braun. Yes. Ich war auch im Urlaub. Du bist auch braun. Ja. That's great. Very charming. That's enough. But you're often here in Germany, or especially in Cologne, or no? Yeah, a few times this year. Yes. Yeah. And you are now here with the Popcom. Mm-hmm. Yes. And you had a big show last night in Köln Arena. Was it last night? Yeah, it was last night. It was a lot of fun. And 14,000 people, is it right? Yeah, all 14,000 and me. Yeah. Yes. 14,000 fans, I'll just translate a little bit for me, in our famous Köln Arena. Is it a beautiful hall, the Köln Arena? Oh, it's great. And the cathedral, you know, yes. It's beautiful. The Rhine, I go running along by the river. You go jogging there? Yeah, this morning everyone was in traffic and I was running along saying hello. Wirklich? Die Leute standen im Stau and did they recognize you? Oh, yeah. Yes? You must work very hard. No, they was like, who's that? No, it didn't. It's unbelievable. I'm sitting fat in my car and this charming girl here running. Yeah. Me and my huge bodyguard. He's every time with you. He's this gentleman, he's standing in front of the door backstage. Yeah, he's behind. Yeah. I've seen him. Yeah. He looks great. Yeah, he is. Man. Just your bodyguard. Yes. Nothing else. Oh, no. No, he's married. May I ask you a private question? Yeah. Do you have a boyfriend? No. Can I ask you a Absolutely. Private question? Hast du ein Ehefrau? Ich bin schwul. I understand it. Do you know what it means? Was ist ein schwul? I'm gay. Are you? Yeah. That's good. That's so good. No. I have a wife. Mit Kindern. And children, yes. Oh, well done. Thank you. That's Thank good. You. That's great. Yes. But it's important to know what gay means, schwul, here in schwul. Cologne. Happy. Happy, yes. I'm so happy. Yes. Yeah. Cheers. And I read in a newspaper somewhere that you are dreaming of German men when you think of being married, is that right? Well, I thought they could help me with my German. what should a man be for you? What tall. Tall. Tall? Yes. Like me? No. Yes. I'm too tall, I think. No, you're good. When I put my high shoes on especially, knowing that. Yes. Anything else? Ich bin so klein. You see, because I'm so short. No, you speak German. And every time I'm so jealous when I see your video of your body. I think you must work very, very hard to have this body. No, and the way, be honest, is it everything you do it on your own? The dances? Oh, there it's was, always you? 99% was me. When I the flip yes. is not me. Uh-huh. But all the dancing and all of that is me on the ballet. Unbelievable. Yeah. Look at me. I'm old. My life is over. But No. You are looking forward to a great future. Well, we can all look forward to a great future. Let's hope so. We only have today. That's it. That's just it. Today, one day. We don't know where what we come. Tomorrow or what yesterday. Tomorrow will bring. Now we're getting a lot of sentimental, but that's every okay. time we meet. Yeah. We can be sentimental. Your sentimental. You see, your everything is working. Yeah, everything's all working. Sometimes I'm sentimental. Do you like men crying? I think it's okay for them to cry. Yeah, I think it's okay. You know, guys don't do crying so well. It's like girls being angry, but I think it's very important to do both. Yeah. Yeah. May I ask you one question about Robbie Williams? Yes. In my newspaper, in your newspaper. In my newspaper, it's the feuilleton. Feuilleton. Yes, where this singer, where they write everything about culture and theatre. Okay, so it's not one of those trashy no, ones. No, not oh, one no. of those beep newspapers as you have over in England. Yes. No, it's part of Sun or so. Some of these newspapers, I hear, they are very angry sometimes against. They're very angry. Germany, is it so? Are they? Sometimes. I don't take any notice. I have my That's own right. opinion. So, Robbie Williams, he was everybody loves him. He was in Cologne as well. And is it right you two were a couple? We're a couple of Have been? Kids now. No, we're just friends. Just friends? Yes. Kisses? Kisses. Friendly kisses. Friendly. On the cheek? Just like that. Not the lips? Not the lips, no. No tongue? No, I'm sorry.
come here. What? I want to see you without your glasses. Be careful, that makes women cute, me without glasses. Yeah. And now, I can be your secretary. Hey, yeah? That's great. Can I get you a cup of coffee? You look absolutely great, and with these glasses on, I can have the imagination. Do I look more intelligent? No, but you have, you know, you look like becoming an animal when you take the glasses off. Rawr. Ooh. We'll have a look on your video. Okay. I told you before, I really like your music. Thank you. I love your songs. They always bring a good mood. Yeah. Yes. That's the point of music, to make you happy. Yes, well, but sometimes you hear music, you don't know what is it. And every time I turn on the radio and I hear you, I know at once it's Jerry Halliwell. You have something very special in your voice. Danke. And you know what? I have the imagination of how you look and how you move when I hear the music. Really? Yes, I'm sitting in my car. What am I doing? Oh, man. You're just... Lots of shoulders. Yes. Lots of hips. The quality is you do not too much, just a little bit. Just enough. You leave enough room for the fantasy, you know what I mean? Oh, wow. Yeah. Thank you. How can I I'm going to leave here feeling very good. Yeah. Yes. Now we'll show a part of the video clip. Yes. Yeah, excellent. And it means scream is ah. Yeah. Ah. That ah. Ah. Scream ah if you want to go faster. Yes. I remember the days when I was faster. So scream if it's you want to go faster. Not that's it. Yeah. Jerry Halliwell. Scream if you want to go faster. City singer. Jerry, thank you very much. Thank you. You can stay in Cologne for a few days or go I'm going to be staying a few days. Wonderful. And please come back. I'd love to come back. And don't let it last 5 years again till you come back. Okay. Yes? All the best for you and thank you very much. Thank you. Jerry Halliwell, meine Damen und Herren. Dankeschön, bis morgen Abend. Gute Nacht. Tschüss.